Da habe ich doch Prompter die Antwort vergessen. Ein Spiel, wo man vom Teleprompter ablesen muss und wir auch über die, sage ich mal, erste Staffel bis zur letzten Staffel ein wenig größer geworden sind in den Aufbauten, die man sich dann da so ausdenken kann. Wir haben mal die schönsten zusammengefasst. Sobald du das Ding hier betrittst, geht der Prompter auch los. Da vorne steht er, das ist diese Kamera da. Du hältst das Abschlussplädoyer. Und wie ist das? Kann man da mehr oder weniger nochmal eine Probe vollziehen oder muss man da direkt ins Geschehen? Nee, ich bin jetzt der Angeklagte, du bist mein Anwalt und du hältst das Abschlussplädoyer. Sobald der Text losgeht, der läuft durch, der stoppt nicht, der geht ich in ein... Ich hab's verstanden. Verehrte Geschworene, sehr geehrte Richter, wie wir heute eindrucksvoll gesehen haben, ist der Fall so eindeutig wie 0563 Liter in Großbritannien ein Schimpfwort genannt. Mein Mann, halt die Fresse, Joachim C. Winterscheid, ist völlig zu Recht der Moderator der Erfolgssendung WWMC, war ausgeschrieben, wer spielt mir die Show heißt. Die Anklage behauptet, er würde die absichtlich spielen, die gewinnorientierte Traubitz am kostbaren Sieg hindern. Humbug. Dieser wollte nach eigener Aussage den höchsten Berg Deutschlands besteigen, um dort die Amtssprache der Elfenbeinküste, nämlich, weiß ich eigentlich, Scheiße. Hey, Seidel, hi, Seidel. My name is Steven. Yes, I'm from America. I know you're from America. I'm with ProSieben, it's a German television station. Yes, yes. And what a wonderful night here at the Côte d'Azur. It's beautiful. Yeah. Du musstest ja für diese Rolle Deutsch lernen. Ist davon etwas übrig geblieben? Ich muss da ja schon mal lesen, ne? Oh ja, absolut. Ich spreche noch ziemlich fließend Deutsch für dieses großartige Projekt. The Great Winty habe ich 2 Jahre in der Landeshauptstadt Sachsens, also in Erfurt, verbracht. Great City, very, very great. In entgegengesetzter Richtung von Nordwest liegt und gnadenlos Aufstand von Portugal, also Porto. Gesprochen ist, bestätigen mir das jetzt ganz schön, finde ich. Den 73. Song Candle in the Wind sang Elton John, aber eine Kassel-Effekte könnte diesen luftbewegenden Gewissen nicht standhalten. Romy, Wolle und Fienchen sind Charaktere aus der Fernsehsendung Benjamin Blümchen, aber in die fahren wir jetzt nicht. Wir biegen bitte links ab. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Manche machen es, wie sie wollen, nur krasser. Pam! Pam! Alle zusammen, Pam! Bushidos Debütalbum von 2003 heißt vom Bordschein bis zur Bettkante. Und ihr da oben gehört hier auch hin. Oh Gott, wie hoch das ist! Das fühlt sich an, als würde auf dem höchsten Gebäude der USA, dem One World Trade Center. Die Luft wird dünner, ich merke sie eigentlich genau von hier oben. Kann ich das Landschild damit sehen, das nicht Teil der U ist, nämlich. Ich werde gleich ohnmächtig. Ich werde nie wieder Achterbahn fahren. Also pass auf, wahre Begebenheit, ist wirklich passiert. Ich war neulich in dem Land, in dem der nördlichste Punkt des europäischen Festlands liegt, nämlich in Grönland. Das war kalt und falsch. Übrigens wisst ihr, wo ein Mathelehrer hingeht, wenn es ihm kalt ist? Pass auf, der ist gut. In eine Ecke. Dort sind es nämlich immer 90 Grad. Bumm! Kluge Leute. Das sieht man auch. Das Eiscafé Venezia da drüben ist ganz solide, aber meiden die halbgefundene Süßspeise aus Zucker und Früchten. Sorbet genannt und damit sind auch schon am Ende unserer Fahrt angekommen. Vergessen Sie nicht im überteuerten Touribus ein Andenken auf Französisch Bonjour zu kaufen. Also, schließ jetzt den Laden ab und bereise die Welt mit mir. Du, ich muss dir auch was sagen. Selbst wenn ich deine Gefühle erwidern könnte, könnten wir niemals zusammen sein. Denn ich liebe einen anderen. Nämlich Noel, den Barkeeper. Genau so ist es. Wir werden unser neues Leben aufbauen. Gemeinsam. Im wunderschönen Italien. Am Lago di Garda. Für dich ist hier kein Platz. Allora verschwinde. Ich sehe in deinem Hirn schlaue Zeiten, dumme Zeiten. An der Stelle, liebe Grüße an deine Fehler und auch nochmal danke fürs Mitmachen. Bei dir hat man gesehen, das war die erste Staffel, die Dinger, die jetzt hier stehen fürs Best-of, ja, waren damals in der ersten Staffel bei allen Prompter-Spielen einfach nur der Hintergrund.
Da gab es noch gar keine Settings. Ach schön, dass ihr euch so viel Mühe gegeben habt. Ich weiß auch noch, Thomas Gottschalk hat damals in der ersten Staffel, das war sein Moment, einen Barwagen gehabt. Stimmt, und dann hast du, dann hat er doch noch seinen Lieblings Appletinis. Und du hast erzählt, wie du bei ihm in Malibu zu Hause warst und eine Appletini-Rundreise quasi gemacht hast. Bist du mit der U-Bahn hingefahren oder? Nee, ich wollte im Haus ist er mit der U-Bahn rumgefahren. Ich wollte ihn angerufen haben, aber du konntest nicht. Aber ich war bei Thomas zu Hause. Wir duzen uns. Na klar. Bei Thomas aber hast zu Hause. Du, aber hast du den Joko schon mal nach Hause eingeladen? Auf ein paar Appletinis. Joko, willst du mal zu mir kommen? Voll gerne. Jetzt auch bei mir pennen. Ich mach auch Appletinis. Vielleicht schlafen wir alle bei Marc heute. Wir schlafen heute alle bei Marc.